Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Star Stable und zu einer kleinen Sneak Peek Info, denn Star Stable hat vor kurzem nämlich eine neue Silhouette gepostet und sie schreiben dazu: A mysterious silhouette has appeared. Can you make a guess for the breed? Also die Frage ist, eine mysteriöse Silhouette ist erschienen. Könnt ihr raten, was das für eine Rasse sein soll? Ja, und nun ist die Frage, was wird hier also vorgestellt? Was wird die neueste Rasse aus dem Hause Star Stable werden? Wird es ein Remake werden? Sehr wahrscheinlich sieht es eher nach einem Remake aus, da Star Stable derzeit ja ihre ganzen Rassen ganz, ganz groß in das Thema der Remakes stellt. Von daher denke ich auch eher, dass es ein Remake werden wird und eben nicht eine komplett neue Richtung. Und Star Stable selber hat ja auch schon natürlich einige ganz gute Vermutungen. Einige Leute tippen auf Spirit oder eben einen Mustang. Mustang war auch mein erster Guess. Ich hatte auch von ein paar Leuten zum Beispiel sowas gehört wie der Halflinger. Zu Spirit kann ich aber direkt eine Sache sagen. Spirit wird auf keinen Fall wiederkommen und darf auch nicht wiederkommen. Warum fragt ihr euch vielleicht, darf Spirit nicht wiederkommen? Spirit ist eine Trademark von DreamWorks. Trademark heißt also, das ist eine Marke, das gehört DreamWorks. Warum hat Star Stable denn eigentlich Spirit überhaupt rausgebracht? Ja, sie hatten eine Kooperation für einen gewissen Zeitraum. Also konnte Spirit für einen gewissen Zeitraum von Star Stable ins Spiel integriert werden. Ist zum Beispiel übrigens dasselbe wie zum Beispiel sowas, was man hätte als Beispiel hier für Jojo Siwa. Die dürfte jetzt auch nicht, ohne die Zustimmung von einer neuen Kooperation mit Jojo Siwa, dürfte sie auch nicht wieder ins Spiel implementiert werden, ohne eben, dass Star Stable diese Kooperation erneuert. Selbes gilt für Spirit. Aber für Spirit gilt es zwar, aber eben nicht natürlich für den normalen Mustang. Deswegen könnte es natürlich auch sein, dass das nächste Remake, also die Mustang-Richtung werden wird und würde natürlich auch ziemlich vielen Sachen entgegenkommen. Einerseits natürlich bei der Starshine Ranch, wo jetzt eh sozusagen so alles so zusammengestellt wurde, hatten wir ja vor kurzem schon das Bild gesehen, dass Star Stable jetzt die Pferde alle zusammenlegt und damit auch wieder Platz schafft. Und somit könnte man natürlich aber auch natürlich da auch mal gucken, was schreiben denn die Leute noch so rein? Mustang, Halflinger. Genau, also alles, was wir auch schon gesagt haben, Halflinger oder Mustang, genau, oder Morgan zum Beispiel, es hat ja auch noch mal jemand geschrieben, Halflinger, Mustang, do we get Star Coins? Bekommen wir Star Coins, wenn wir richtig raten? Spirit, Lipizzaner, weil die Leute die Preise verringert haben, kann man direkt sagen, ist gar kein schlechter Guess, gar kein schlechtes Raten. Warum ist das kein schlechtes Raten? Denn die Preise der Lipizzaner wurden ja aus einem Grund verringert, weil die Lipizzaner das Spiel verlassen werden. Wenn die Lipizzaner das Spiel verlassen der Generation 2, übrigens werden, wenn die Lipizzaner von dem Event verschwinden, safe auch in Zukunft irgendwann alle Lipizzaner verschwinden. Diese verschwinden aber natürlich nur, wenn Star Stable auch adäquate Generation 3 Lipizzaner reinmacht. Von daher kann man ganz klar sagen, okay, Lipizzaner wäre ein guter Guess, aber ich denke, dass es zu früh wäre. Denn Star Stable hat ja ganz klar betont, dass nur die Pferde vom Event verschwinden. Wenn sie aber eh schon geplant hätten, dass die Lipizzaner generell gehen, denke ich mal, hätten sie dazu schon einen Satz gesagt, dass eben sehr bald auch die anderen Lipizzaner gehen. Das ist einfach meine Vermutung, vor allem da das Event ja auch 4 Wochen geht. Und von daher natürlich Star Stable innerhalb der 4 Wochen auch gesagt hätte können, okay, dann announcen wir eben, dass auch die Lipizzaner eben dann die nächsten Pferde sein werden, die ganz aus dem Spiel gehen. Übrigens nicht ganz gehen, sondern halt upgegradet werden auf eben die Generation 3. Von daher kann natürlich sein, dass Lipizzaner sehr bald drankommen werden, aber ich denke nicht direkt als die nächste Rasse. Von daher, was haben wir denn hier noch?
Who's that Pokémon? It's Pikachu. Mustang. Was haben wir noch so? Mustang, Lipizzaner. Ich glaube wirklich, wenn man das hier so sieht, ist ganz klar, sind es die drei großen Punkte. Nummer 1, Haflinger. Nummer 2, die Mustangs. Und Nummer 3, die Lipizzaner. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare rein, was euer Guess ist. 1 für Haflinger, 2 für Mustang, 3 für Lipizzaner. Ich bin wirklich gespannt, was dabei rauskommt. Vielleicht machen wir dann auch mal so eine richtig coole, dass wir mal gucken können, wer von euch da am ehesten richtig liegt am Ende. Vielleicht machen wir auch eine Statistik dazu. Ich bin sehr gespannt, in welche Richtung rauskommen wird. Meine Vermutung ist immer noch, ich tippe darauf, dass es der Mustang ist. Aber eure Meinung in die Kommentare und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Und ich bin gespannt, was dann final werden wird, wann der finale Reveal von Star Stable kommt. Bis dann. Ciao, ciao.